Ja, herzlich willkommen zum Druckhelden VIP Talk hier im Stechert Business und Tagungszentrum nach dem letzten Saisonheimspiel, einem 3:1 Erfolg gegen den SV Sandhausen. Gleich drei junge Herren vom Feld sind gleich mitgekommen. Der Kapitän Marco Caligiuri ist da, außerdem Sebastian Freis und Sebastian Heidinger ist auch da. Erstmal herzlich willkommen und Glückwunsch heute zum Heimsieg. Geht mit einem guten Gefühl in die Sommerpause. Dieser Heimsieg heute war, geht in Ordnung so, oder? Siehst du es anders? Nee, definitiv. Ich denke, wir haben einen überzeugenden Start in das Spiel gehabt. Die ersten 30 Minuten waren definitiv sehr überzeugend und daraufhin sind wir auch verdient in Führung gegangen. Das Gegentor dann hat uns ein bisschen aus der Bahn geworfen, aber ich denke, das 3:1 ist dann nochmal rechtzeitig gefallen und zu einem guten Zeitpunkt für uns. Von dem her können wir so die Saison heute diesmal abschließen. Das ist natürlich der perfekte Zeitpunkt für ein Saisonfazit. Wie fällt deines aus? Ja, ich finde insgesamt ist es so, dass es sehr schwankend war, größtenteils. Aber aufgrund der letzten Saison bin ich zufrieden, wie es gelaufen ist. Ich denke, wir haben einen einstelligen Tabellenplatz. Den wollten wir unbedingt haben, den haben wir uns geholt und von dem her kann man einen Haken dran machen. Aber wir wissen auch, dass wir andere Ansprüche haben, auch vielleicht mal wieder im oberen Drittel anzugreifen. Und das ist unser Ziel für nächstes Jahr. Ja. Vielen Dank, Marco Caligiuri. Das Mikrofon einmal weitergeben an Sebastian Freis, erfolgreichster Torschütze im Team in der Saison. 12 Tore, heute auch eins gemacht, eins aufgelegt. Zufrieden mit der eigenen Saison? Hast du dir irgendwie ein Ziel gesteckt? Nee, konkrete Ziele stecke ich mir da eigentlich nie. Da will ich mich nicht allzu arg unter Druck setzen, aber 12 Tore, denke ich, das ist eine ganz gute Anzahl, ist auch das meiste, was ich in meiner Karriere bislang in einer Saison geschafft habe. Also von dem her bin ich da sehr zufrieden. Heute kam noch eine Vorlage dazu. Die waren dieses Jahr noch nicht allzu häufig da. Von dem her freue ich mich darüber auch. Okay, super. Dann gehen wir das einmal noch weiter an Sebastian Heidinger. Wie geht's jetzt weiter? Alle direkt in Urlaub oder was steht noch an jetzt? Nee, wir drei zusammen in Urlaub, ja. Nein, wir haben jetzt noch gleich ein Grillfest, ein schöner Abschluss heute. Und da werden wir noch ein paar Spiele Revue passieren lassen, denke ich, ein paar Aktionen noch. Und dann geht's in Urlaub, ja. Alles klar, wunderbar. Dann ziehen wir noch den Gewinner unseres VIP-Tipps. Es gibt eine ganze Menge Menschen, die einen 3:1 Heimsieg getippt haben. Wer möchte? Ein Freiwilliger? Kalli? Sehr gut. Einfach einen rausziehen. Geht um ein paar Hummel-Sneakers und die gehen dank des richtigen Tipps an. Hört man mich noch? Ja. Der Gewinner, die Gewinnerin ist die Frau Müller-Klier-Maike aus der Dresdner Straße. Ach so, Telefonnummer steht auch drauf. Ich kann die Telefonnummer drauf. Ja, die 1607-4803. Ja, stimmt, perfekt. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Sehr gut, das klären wir dann alles gleich mit den Schuhen. Ihnen wünsche ich jetzt eine schöne Sommerpause. Fußballentzug ist ja nicht wirklich, gibt eine Europameisterschaft und dann sehen wir uns spätestens Anfang August hier wieder. Schöne Pfingsten und bis zur nächsten Saison. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.